Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Psionic Abyss. Und wie ihr seht, ich bin gerade mal kurz. So, hallo. Und ja, irgendwie aktiviert sich immer die Armor Offensive und irgendwie lag das jetzt schon wieder. Ist an mir? Anscheinend nicht. Na, jetzt geht's auch wieder. Wer weiß, vielleicht warst du kurz durch die Startaufnahme. Ja, was machen wir denn heute überhaupt? Gute Frage, ne? Erstmal gucken, ob hier was reif ist. Oh, wenigstens hier einmal und... Ne, noch gar nicht reif, die sehen nur so aus. Okay, nur einmal. Schade. Nicht gerade viel. Dann haben wir auch wenig FPS. Ich hab wieder mehr. Ich finde das merkwürdig. Eigentlich wette ich gleich in einem geschüsselten. Aber egal, sonst noch über 30, das geht das. So, ja, ich muss überlegen, womit ich jetzt anfange. Kurz runtergebackt irgendwie. Ganz merkwürdig. Das hier finde ich immer noch toll. Ich mir jeden Tag mal gucken. So, das kommt da rein. Ach ja. Aber eventuell. Ich wette nicht. Kinetic, Effizienz, Effizienz. Zirk Touch. Denn wir haben so eine komische Blume gefunden. Eine Red Orchid. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Samen da schon Gas abgebaut. Und ja, da kam ein so ein Ding raus. Nach, also ich glaube 100. Irgendwie habe ich verballert. Ich wollte mehr von den Bayberry-Dinger haben. Wo auch nicht so viele rauskamen dann. Aber egal. Ja. Haben wir immerhin eine Iron Pickaxe. Ich muss mal gucken. Ob so ein Repair-Talisman mal machen. Wir dann auch mal mit rein und dann mit die Pickaxe wenigstens bisschen repariert. Diesen Seed, den kann man nur auf Glowstone Erz pflanzen, wie es aussieht. Und ich will einfach mal gucken, was da rauskommt. Hier muss ich dann auch noch was tun. Vor allem die Lava wegmachen, das ist ja eher nervig, ja. Laufe ich jetzt schnell oder laufe ich nicht schnell? Bewegen uns auch so komisch. Das Bobbing ist schon wieder aus. Ja. Das ist rangemacht. Ups, ich wollte gar nicht. Ja. So. Na, dann sehe ich auch eher, ob ich mich schneller bewege oder nicht. Da haben wir es doch schon. Ob schon ein bisschen repariert ist, jawohl. Auch schon ordentlich. Holen wir uns mal. Das leckt echt ein bisschen, ne? Da, schnell wieder zurück. Haben wir eh nur einen Samen, dann können wir auch nur ein Ding pflanzen. Wo ich mich noch frage, wohin ich das pflanze. Ich weiß nicht, was daraus nachher entsteht. Ach, und so eine Chorusblüten wollte ich auch noch mal holen. Ups. Was? Oben an der Decke. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Genau, das können wir auch noch mal machen. Es leckt definitiv. Es liegt nicht an mir. GPU ist auf 47% und CPU auf 31 und der RAM ist bei weitem nicht voll. Naja, 81%, aber das ist nicht toll. Das ist normal. Weil wenn Minecraft an ist, das sichert sich immer einen bestimmten Prozentsatz. Naja, ich glaube, ich mache das lieber nach vorne. Oh, das ist ein Romano.
Aber wenn der Server laggt, obwohl der Panda so viel Geld ausgibt, dann ist das schon traurig. Oder irgendjemand übertreibt wieder mit irgendetwas. So. Auf jeden Fall kann es jetzt da rumhocken. So. No Tool. Ja, das ist schön. Ah. Ich habe nicht gelesen, dass er Backup macht. Vielleicht lag es daran. Mal. Können wir mal testen. Ach, nö. Leckt immer noch. Okay, lag nicht daran. What? Ach, es fängt doch noch an zu chatten hier. So, machen wir einfach mal den. Morgen selbst kenne ich nicht wirklich. Oh, guck mal. Der Herzmond. Ja, gut. Okay. Da will ich nicht rein. Hier rein. Waiting for Server. Ja, ja, danke schön. War echt gerade ein bisschen sehr laggy. Alter, was ist hier los? Also das letzte Mal, als ich gespielt habe, war das nicht so extrem. Eigentlich sollte das funktionieren. Wir sind alleine hier. In der Overworld. Hallo? Also ist keine andere da außer uns drauf. Ups. Machen wir den hier. Ja, Romano ist nicht auf unsere. Das ist eine Zuschauerwelt. Außer er läuft hier gerade rum. Das kann natürlich sein. Wäre aber merkwürdig. Weil ich komme ja noch gar nicht auf. Theoretisch. Also, ob das doch irgendwie möglich ist. Ja, haben wir halt mal den hier. Ich nerv der Regen nämlich gerade. Ein bisschen. Na, jetzt reagiert er. Na gut. Egal, lass mir den Server mal rumlecken. Ja, das haben wir. Oh, da hat der Paragon auch ein neues Video hochgeladen. Oh, eine Mod-Spotlight. Interessant. Muss ich das nochmal wegklicken hier, weil das mir eingeblendet wird da unten. So, ja, was wollte ich machen? Das haben wir erledigt. Da mal den Weg weiterbauen. Da brauche ich aber mal eine Schaufel. So. Bin schon wieder durchgefallen. Ich werde das gleich dann mal. Wissen nicht, was es sonst sein soll. Was ist das hier eigentlich? Repeating Command Block. War noch nicht gemacht. Sieht aber schön aus und der Traffic. Oh doch, wir haben eine Schaufel. Sogar eine Diamantschaufel. Ah. Ein Ups. Diamantschaufel. Mache ich den jetzt einfach standardmäßig? Aber wovon falle ich nicht durch? Das ist echt komisch. Wir runterfahren. Ich fange erstmal hier hinten an. Ich da den Eingang auch noch mal ein bisschen anders machen wollte. Ja, ich mache hier mal erstmal ein bisschen. Nein, nein. Ja, nochmal. Ja, es ist. Oh Gott. Nee, so. Auf 1 lassen. Ey. Ah, deswegen laggt das. Dann sammeln die mal lieber wieder ein, ne? Oder vernichte sie, keine Ahnung. Leute, schmeißt die Bits nicht um die Gegend. Ihr seht, was dabei rauskommt.
Na, wer weiß. Kümmern wir mich darum nicht kümmern. Na gut, aber ich denke mal. Jetzt geht's auch wieder. Ja. Vielleicht war es doch das Backup, aber. Ich weiß es nicht. Es geht ja jetzt wieder. Erstmal. Na, jetzt muss ich überlegen. Ne, wir müssen nur noch ein tiefer gehen, ne, würde ich sagen. Ja, können wir ruhig. Nur hier das Wasser dicht machen. Antworten wir mal. Ah, man weiß auch, was sie da unten veranstalten. Ich meine, wenn da die Monsterverleuten Experience rumliegt, kann das ja auch zu extrem lag führen. Wenn die gerade gerendert werden. Ist Romano in der Gegend rumgelaufen oder so, wer weiß. Aber gerade geht's ja wieder. Wir können ordentlich wieder besetzen, das ist gut. Wasser ist weg, das heißt, wir können hier noch einen niedriger gehen. Bei den Durchgang möchte ich da gerne behalten, deswegen mache ich das. Und die erstmal wieder weg. Die Treppe mache ich eh anders, das lasse ich nicht auf Stein. Kann ich jetzt eigentlich den hier machen? Offensichtlich kann ich das nicht machen. Zu früh gefreut. Connection erst. Aber nicht nur ich. 0 von 20. Gehst du erstmal da rauf? Ich verstehe den Knopf da oben nicht. Der soll den Stack zoompacken ein bisschen. Ja, merkwürdig. Hitbox. Ja, das ist größer als das eigentliche Ding. Ja, okay. Was? Das ist jetzt sehr merkwürdig. Hey, die hatte ich abgebaut und dann die und die waren aber weg und die nicht. Ja. Ich frag nicht. Ihr seid die Surfer-Profis. Ich halte mich da raus. Hat nichts zu tun. Ach ja, dann macht er alles weg. Ja, ne, er macht ein 3x3 nach unten. Ich weiß, dass das Ding auch nur eine Ebene abbauen kann, aber irgendwie verstehe ich nicht, wann er das macht. Ich baue da jetzt 2 nach unten ab und das will ich nicht. Na, dann holen wir uns noch ein bisschen durch. Mach's auf Level zurück, ist auch nett. Und ich bin so was weg. So, erstmal. Oh, guck mal, ein Creeper. Will ich töten? Oh, musst du zweimal zuhauen? Was war das denn? Wow. Und die Waffe irgendwie genervt? Oder das war Zufall? Ich war so ein Power Creeper. Gym Level 5. Skelett? Oh, du bist gleich tot. Auch gleich tot. Auch gleich tot, okay. War dann Zufall. So, erstmal hier noch ein bisschen. Da ist er wieder.
Ja, ja, bestimmt sein Game gecrashed, weil er vom Server auch geflogen ist, So, machen wir hier nochmal weiter. Passt das? Ich muss mir nur überlegen, was mache ich da hin? Treppen. Mache ich hier noch? Ja, ich mache hier mal noch einen rein. Sieht das ein bisschen besser aus, finde ich. Oder? Ah, da sieht man das Holz, ne? Vielleicht sollte ich die Türen ein nach hinten setzen. Okay, aber warum kann er nichts essen? Da kann ich leider auch nichts tun. So vielleicht. Das war von innen. Bisschen anders aus als hier. Ich glaube, dann wird es von außen besser, ne? Weil dann würde ich hier noch. Ah ne, kann ich gar nicht. Ja, ich muss das eh. Oh, kann ich das machen? Genau. So wollte ich das haben. Ja, das ist aber Stein, ne? Naja, das ist dann auch kacke. Lass mal von außen so einen kleinen Eingang. Machen das so. Dann hier nur noch das entsprechend dahin machen. So Planks. Nein. Hab ich denn da genommen? Dark, oh Gott. Ups. Haben wir die denn irgendwo? Oder muss ich sie jetzt suchen? Muss ich wohl suchen. Da haben wir es doch. So. Nein, hier. Nochmal alles da rein. Brauche ich noch? Auch weg. Die können wieder hin. Auch einmal, oh gut, Planks noch. Haben wir gar nicht. Oder war das? Nee, Birchwood. Die haben wir. Oh, das passt doch. Relativ. Die kann ich nicht wegmachen. Beziehungsweise doch könnte ich, wenn ich das. Noch ein bisschen Chisel da oben. Also so eine Art Fassaden dann klatsche oder halbe Blöcke mache. Sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Mal gucken. Der kann dahin. Den machen wir mal dahin. Ja, machen wir es einfach mal so. Dann können wir die auch noch austauschen. Ach nee, da noch nicht. Da muss ja die Urit rein. Oh, und da muss noch ein anderer dann hin. Okay. Diorit. Bitteschön. Danke. Und dann brauchen wir unser Werkzeug. War das?
Und den Schlüssel, der nicht repariert wird übrigens. Interessant. Gut, ja. Dann brauche ich nochmal Darkwood Planks. So, dann haben wir nämlich diese Chisel. So, ich brauche noch was. Dich. Und das mache ich mal so. Weil die brauchen wir dann auch nochmal. Habe ich schon alle entsorgt, deswegen bin ich nochmal holen. So. Ach, das ist. Ach, ich vergesse das jedes Mal. Dass das Junglewood ist und nicht. Na gut. So. Ach, ein Glück geht das mit dem Ding so einfach. Kann man das relativ schnell machen. So, dann brauchen wir noch einmal Stein. Stein, Stein, Stein. Da sind die Steinbits, die brauche ich jetzt. Denn jetzt müssen wir hier Plane. Na, ja, kann ich gleich so machen, ist ja egal. Das machen wir auch auf Plane und dann. Passt es zumindest so schon mal. Dann müssen wir das selber aber hier nochmal machen. So, jetzt sieht es auch von außen aus wie Stein. Finde ich gut. Das müssen wir jetzt nochmal austauschen. Durch, danke. So. Und von außen sieht man dann nichts. Sehr schön. Gut, dann muss ich mir hier noch einen Eingang einfallen lassen. Was für Treppen ich da nehme. Dafür gehen wir mal nach unten. Gucken, ob wir jetzt wieder durchfallen. Nein. Oh, dann wurde ich im Server-Lag. Achso, warte mal. Die kommen alle weg. Warte, hier den Dirt kann ich auch wegmachen. Können wir uns alles ja jederzeit wiederholen. Waffelsteine auch erstmal. So, dann kommen wir her. So. Jetzt erstmal da rein. Den Block wollte ich gar nicht da reinmachen. Das war ja kein Block, das war unser Schüttel-Dings. Das sollte definitiv nicht da rein, Ja. Achso, die kann ich auch mal rausnehmen. Hat extra ein paar gemacht, damit man auch mal mehrere Dinge hat. Als man mehrere gleichzeitig kopieren muss. Ja. Stairs, genau. Die Zeit haben wir eigentlich schon 24 Minuten, Alter. Ich bin mir vor, als wenn ich überhaupt nichts geschafft habe in der Zeit. Was würde gut aussehen? Rimstone Stairs, okay. Red Sandstone Stairs. Aber eher was. Mit Steinoptik hier, sowas in der Richtung. Ja, sowas, Basalt. Er wird nächster Weg Stairs. Ah, okay. Interessant. Kann man Fire Charge herstellen? Ja.
sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Okay, was fehlt uns? Netherbrick. Hab ich da was mal reingelegt? Netherbrick. Da kommt man gleich ein Stack. Na, wir brauchen aber mehr davon. Ach nee. War ja anders. So. Noch ein paar Fire Charge. Oh, das reicht definitiv, denke ich mal. Dann nehme ich da auch noch ein paar mit. Ach ja, das End wollte ich eigentlich auch noch. Das habe ich vergessen. Na, wenigstens läuft das aber jetzt wieder normal. Ups. So? Naja, das sieht alles scheiße aus irgendwie. Machen wir das mal. Nehmen wir das hier doch mal weg wieder. Machen wir mal die Bricks hin. Neustart. Warte, geht's doch wieder. So. Dann haben wir hier so einen kleinen Voreintritt sozusagen wenigstens. Nur hier an der Seite weiß ich immer nicht, wie ich das machen soll, dass es gut aussieht. Sieht doch irgendwie nicht gut aus. Regnet auch schon wieder. Ich glaube, ich weiß, wie ich es vielleicht ein bisschen besser hinkriege. So. Dann wird das ein bisschen besser, glaube ich, oder? Ja. Also für dich. Weiß nicht, was ihr denkt. Ach, da haben wir Server-Neustart. Na gut, wir sind eh bei 29. Dann würde ich mal sagen. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.